Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir packen zusammen noch ein Paket aus. Und zwar ist es noch eine Kundenbestellung von der lieben Eva Maria. Und wir packen zusammen aus, weil die hat ganz tolle Star Wars Sachen bestellt. Und wir gucken da jetzt einfach mal zusammen rein. Und ich weiß gar nicht, ob so auch noch was dabei war, oder es bloß nur ihre Bestellung war. Aber ich habe gedacht, hi Schnuckilein, hi Kathleen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen und das Wochenende war wunderschön. So, und ich packe hier zusammen mit euch schnell aus, weil es ist gleich Teamtraining in einer guten halben Stunde, freue ich schon. Aber, dass ich das schon mal ausgepackt habe, weil dann kann ich danach alles weiter zusammenpacken, gleich mit Pakete abgeben. Ich habe eh noch, ich glaube, 3-4 Pakete, wo ich noch zusammenpacken muss. Und bevor ich Luca hole, der ja montags immer um 11.30 Uhr schon aus, schaue ich, dass ich das dann auch vorher zusammenpacken kann und dann von Luca von der Schule abhole, die Pakete noch loswerden kann. Guten Morgen, Anja. Guten Morgen. So schön. Also, wir haben... Ich hole zuerst alles raus. Genau, ich hole zuerst alles raus und dann hocke ich mich zu euch her und dann machen wir das zusammen. Spitzeln, was es so gibt. So, jetzt hat. Also, wir haben so schön einmal die Miro Rose. Die war ja in der Schatztruhe ewig lang. Kathleen, möchtest du dich in meinem Live beteiligen? Oder war das aus Versehen? Die ist ja eine Schatztruhe und dann danach sogar noch mal günstiger im Flash Sale gewesen. Und das war jetzt noch die normale Bestellung, einfach so. Und genau. Hat dann nur jemand was geschrieben. Ne? Dann kommt das doppelt alles. Genau, einmal die große Duftlampe. Dann hat sie aus der Schatztruhe auch noch zwei Duftlampen geholt. Und zwar einmal die Bluebird, die mit dem kleinen Vöglein am Ast dran. Guten Morgen, Katharina. Und die Morning Sunrise. Also wirklich so schöne Naturduftlampen mit schönen Ästen und so dran. Genau, da haben wir dann lauter Wandsteckerlampen. Also die sind immer extra. Der Wandstecker mit der Glühbirne. Und das kommt immer so als Set, aber es sind immer zwei Teile. Die gehören dann immer zusammen. Also sind wir doch schneller zusammen durch als gedacht. Weil dann haben wir noch die Mental Health Kollektion. Die habe ich euch ja schon mal gezeigt. Da gibt es ja extra das Video, diese Kollektion für psychische Gesundheit. Guten Morgen, Ninalein. Hallo. Genau, die hat sie sich auch einmal rausgesucht. Und dann haben wir hier noch Star Wars. Ah, einmal die Bars und einmal fehlt da nicht ein Teil. Ah doch, hier sind ja drei Wandstecker. Glas, Keramik, Keramik. Ja, okay. Nee, dann passt's. Einmal von Star Wars, den Darth Vader. Den, guten Morgen. Den packt man nur. Kann ich euch schnell zeigen, der ausschaut von Eva, weiß ich. Sagt aber, pack doch aus und zeig da schon mal alles zeigen. Und da sind dann oben zwei schwarze, sogar Gummiringe. Dann schauen wir ja mal weiße. Und dann zeige ich euch den. Mal, wie der ausschaut, richtig schwarz glänzend, könnt ihr das sehen. Der glänzt richtig schön hinten, dass ein bisschen das Licht eine dezente Beleuchtung ist. Also vorne siehst du nichts, nur hinten hat er so leicht dezente Beleuchtung. Genau. Und da oben ist wieder dieses Schälchen und das seht ihr, da ist auch so ein Zeichen mit drinnen. Ich hoffe, es stellt scharf. Genau. Und da kommt dann immer das Wachs mit rein. Also für alle Star Wars Fans, ich bin es ja keiner, ist das der Darth Vader. Genau. Richtig schön. Als Wandstecker. Die Duftlampe mit Wandstecker hat es ja auch die großen auch gegeben. Ich glaube, die sind sogar schon ausverkauft mittlerweile. Und dann haben wir auch noch die Star Wars Kollektion. So. Der hat sich auch noch Glühbirnen rausgesucht. Fehlen dann nur welche, oder? Weil eigentlich gibt es doch nicht eine einzelne rote. Das sind jetzt drei blaue. Ich weiß nicht, hat sich die rote hier mit verlaufen?
15 Watt Blue und Red, eine rote zeigt es an. Und dreimal blau, eigentlich hast du die doch nur im Dreierpack. Also irgendwie ist das mit auf so Sehen dazukommt. Ah, oder ist die rote Glühbirne extra dabei bei dem Star Wars? Das kann natürlich sein, dass da vielleicht noch eine extra Glühbirne dabei ist. Das weiß ich jetzt nicht. Weil normal gibt es ja nur diesen Dreier-Set immer zum Holen. Werden wir nur rausfinden, wohin die gehört. Genau, also sag mal hier, das ist schon geil, so viel sind wir schon durch. Und nur noch diese Kollektion. Jetzt will ich da natürlich nichts. Achso, das muss ich aufschneiden. Dass man die aufmachen kann. Warte, ich schau mal, ob ich den Kleber machen kann. So, ja, genau. Oh, cool. Wow, das ist ja cool. Schaut mal, wie man die aufklappen kann. Geil. Allein die Verpackung ist schon mal mega. Und dann seht ihr die verschiedenen Landschaften mit passend dazu. Das ist natürlich halt auch geil, gell? Da kannst du dir deine Lampe schön hinstellen, kannst du im Hintergrund oder eher weiter oben nur versetzt oder unten dran schön das auch noch so ausbreiten. Also normal soll man die Bars immer liegend lagern, nicht stehen. Gerade im Sommer, wenn es zum Schwitzen anfängt, die schmelzen ja schon bei niedriger Temperatur. Dann hat geht das ganze Duftöl nach unten und wir wollen die an der kompletten Bars haben. Und nicht in den unteren Würfeln. Darum ist das immer ganz wichtig, Bars, die Wachspackungen immer liegen zu lagern. Viele Berater haben es hinten auch mal dran. Aber die haben dann oft nur ein paar, die wo sie dann auch bald benutzen und selber benutzen. Aber für euch zu Hause, ihr könnt es natürlich machen, wie ihr wollt. Immer liegend lagern für die, die wo das nicht wissen. Aber schaut ja mega cool aus zum Ausklappen. Jetzt zeige ich es euch mal näher dran, dass ihr die Bilder dann schon erkennen könnt. Hallo. Hey, guten Morgen. So schaut es aus. Oh Gott, ich bin ja kein Star Wars-Ding. Tatooine. Oh Gott. Endor. Oh Gott. Die wird sich alle da schon lachen, die wo Star Wars-Fans sind. Also ich kenne mich da null aus, gerade, aber das sind wahrscheinlich die passenden Dinger damit dazu. Und die Duftrichtungen. Und die Bars könnt ihr dann hier, glaube ich, rausholen. Genau. Oder kann man das auch noch aufmachen irgendwie? Ah. Ah. Die sind dann so auch noch mit drinnen, einzeln, diese Bars. Kann man auch so raustun. Und dann habt ihr hier die einzelnen Bars, da sind wieder 8 Würfel drinnen. Den Tatooine, Gott, Sunsets, aber voll schön schauen die aus. Vielleicht kann ich auch was rausrichten. Ah, der riecht so warm, würzig. So was Warmes, Würziges. Der riecht gar nicht so schlecht. Ist doch mal die Duftbeschreibung lesen, nur das, ach, Star Wars. Guck ich gar nicht weiter drauf, gell? Also, ist schon witzig, mach mal. Genau, dann kriege ich das wieder hier rein. Tja, voll schön gemacht, voll schön die Verpackung. Kann man das wieder da reinschieben? Jetzt weiß ich wenigstens, wie das aufgeht. So, dann gucken wir mal hier noch. Zu diesem baldigen Endo. So schaut der aus. Aus. Süß. Wahrscheinlich kann nur ich wieder süß sagen. Man ist so irgend so bösewicht und ich so, oh, süß. Oh Gott, ja, okay, ganz ehrlich, schaut schon gruselig aus. Aber süß, so wie am Wald spaziert. Und da. Oh, der riecht auch angenehm. Hey, das sind ja gar keine schlechten Düfte. Muss ja nicht immer heißen, gell? Normalerweise hat man einfach die Duftbeschreibungen. Nee, die sind lieb. Ah, die sind lieb. Okay, Nina kennt sich aus. Danke. Oh Mann, der riecht aber echt lecker. Irgendwie so frisch. Der hat irgendwie irgendwas Leckeres noch mit dabei. Also klar, das sind jetzt keine fruchtigen Düfte, aber es ist so, ja, das ist so leicht waldig, frisch. Voll angenehm. Also, bin jetzt ganz überrascht. Ich hab doch mal gescheit. Ich glaube, die Duftbeschreibung, einmal habe ich sie schon mal durchgelesen, aber ich habe gemeint, es waren eher so Düfte so. Mit Minze und Waldig und Pfefferminz oder Lavendel, wo ich ja eh nicht so mag, aber ja, oft die riechen, da kannst du denken, boah, fruchtige Düfte, Nektarine, Melone und so, mag ich alles.
Und dann ist irgendeine Note dabei, wo mir doch nicht gefällt. Also das hat eigentlich nie was zu sagen. Und ja, normal muss ich echt immer testen. Darum sollte man es ja echt immer alle holen. So, dann holen wir nur den letzten raus. So, Post Winter. Den hier haben wir noch. Sind voll die schönen Bilder oben drauf. Ey. Richtig toll, gefällt mir richtig gut. Schaut so eisig aus. Oh, das wäre ein Duft für meinen Schatz. Oh, die sind aber alle drei jetzt echt überraschend gut. Oh, scheiße, ey. Ich wollte eigentlich jetzt am Samstag in Urlaub, aber ich weiß immer noch nicht, ob mein Schatz freikriegt. Ansonsten fahren wir nur Samstag, Sonntag, Montag. Bis Pfingstmontag haben wir. Und Luca hat jetzt 2 Wochen Ferien weg. Und eigentlich wollte ich dann buchen. Und das eine ist jetzt schon ausgebucht. Und ich weiß jetzt immer noch nicht, ob er freikriegt mehr, weil er die hat bis Dienstag. Weißt du, wenn er nur 1-2 Tage mehr kriegt, die hat bis Dienstag oder Mittwoch buchen. Oder ich buche einfach Samstag, Sonntag, Montag. Und falls er doch noch freikriegt, dann eine andere Unterkunft für 2-3 Nächte vielleicht noch mehr. Oh, der ist lecker. Der hat, glaube ich, so Minzig oder Eukalyptus oder irgend so. Boah, die riechen echt lecker. Oh, ich glaube, ich muss die mal Schatz vielleicht doch noch holen für uns. Ah, hier ist früher und jetzt hat, wie dann in Urlaub, bis das kommt, sind die Kollektionen oft ausverkauft. Also, wenn euch die gefallen, würde ich euch auf alle Fälle die mal bestellen. Schaut mal die Duftbeschreibung durch, aber die riechen echt richtig angenehme Düfte. 3 richtig. Der eine ist so ein bisschen warm, hölzern. Der ist so ein bisschen, ja, waldig, schön frisch. Und der hat so, der hat leicht spritzig, ich weiß nicht. Also, jetzt rieche ich so auch nur dran, aber der war, also, die sind jetzt überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also, wenn euch das gefällt, dann könnt ihr die echt bestellen und mir sonst einfach Bescheid geben und aufmachen und riechen, weil wenn es euch dann doch nicht gefällt, kann man ja das wieder zurückschicken. Die ersten 14 Tage, da ist wichtig, mir die ersten 2 Wochen, die ersten 14 Tage nach Bestellung Bescheid zu geben. Aber wenn ihr sagt, boah, das klingt echt interessant, dann, und ihr die doch nur bestellen wollt, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, richtig schönes Set, dann mir einfach guten Morgen, Kathleen, hallo, dann einfach Bescheid geben, dann tun wir es ja einfach wieder stornieren und zurück, dann kriegt sie das Geld zurück, dann macht sie ja nichts verkehrt. Oder wenn ihr sagt, einzelne Düfte, ich weiß nicht, ob man einzelne Düfte im Sensi-Club nur sichern kann, eventuell, müsste man mal gucken, aber da gibt es halt nicht die schöne Verpackung dann dazu. Und es ist halt nur limitiert, solange der Vorrat reicht, auch mit diesem Darth Vader. Also oft sind hier nur 30 Tage nach Einführungsdatum, also oft nur ein Monat oder solange der Vorrat reicht. Also da heißt es halt immer schnell sein, wenn einem was gefällt. Und ihr könnt jederzeit Bescheid geben, wenn euch was nicht gefällt, dann kann man es tauschen oder halt eben die ersten 14 Tage auch das Geld zurück. Dann könnt ihr mal riechen, ob das für euch was wäre. Genau, das ist diese schöne Star Wars Kollektion, schaut richtig toll aus zum Dreierbundle und so schön zum Aufklappen, finde ich mega. Genau, und das war's dann eigentlich schon. Also wir haben hier wirklich das alles hier schon noch diese Bewusstseinskollektion für psychische Gesundheit. Das ist mir auch ein ganz arges Herzensanliegen. Richtig schöne, entspannte, beruhigende Düfte. Und da wird mit jeder verkauften Packung und auch von der ganzen Kollektion, was es noch alles gibt, wird immer was gespendet. Also ihr tut nur was richtig Gutes für diese Organisation. Und gerade mit psychischer Gesundheit, ich will auch gar nicht wissen, was das mit Corona den Menschen alles gemacht hat und auch schon davor und danach, und ich selber war ja auch ein bisschen so betroffen. Darum finde ich es umso besonders da, dass die so eine schöne Kollektion machen und da wieder was gespendet wird. Also wirklich, wirklich schön. So, hast du die Blackberry Vanilla Kollektion schon gerochen? Nein, ich habe sie nicht mal bestellt. Oder wie auch immer die heißt. Ja, die heißt also Black Raspberry Vanilla Senspiration Kollektion oder so heißt die. Hi Joshua. Oh Mann. Nee, die habe ich nicht bestellt. Aber ich habe schon hören sagen lassen von meinen ganzen Teammitgliedern oder anderen Beratern, dass das richtig geile Kollektion ist. Also alle, die wo so auf bärige Düfte stehen, dass das voll die gute Kollektion war. Genau, oder noch ist. Ja, ich wollte ganz sparen, weil ich in Urlaub bin. Und habe dann überlegt, welche bestelle ich mir. Und weil Black Raspberry Vanilla mein erstes Duft im Starter-Set war, irgendwie kann ich den nur mal riechen.
Ich mag dann lieber den Blackberry Orange Marmalade. Ich habe dann gedacht, ach, das spare ich mir. Obwohl ich ja Berry-Gedüfte liebe oder auch Blueberry Rush. Den finde ich so lecker. Pink Sugarberry Mint, so himbeerig. Genau, aber irgendwie habe ich gedacht, ach, die Kollektion spare ich mir in den Urlaub. Ich habe jetzt gerade noch Urlaub, Urlaub. Ich will irgendwie einfach einen Gardasee weg. Ich will einfach wegkommen, weil ich glaube, Juli, August kriegt er eh keinen Urlaub, dann wäre es erst Herbstferien und dann wäre so dieser Familienbadeurlaub irgendwie weg, weil dieses Jahr waren wir noch nicht. Und ich bin jetzt so gewöhnt, dass wir immer 2, 3 Mal im Jahr immer im Urlaub waren, aber wer jetzt Schulferien sind und es da so teuer ist, da bin ich dann zu geizig, da will ich gar nicht so viel Geld ausgeben. Und so weiter, Fixspend ist ein bisschen günstiger und ja, jetzt ja, wollte ich lieber dahin, auch wenn ich Sensi liebe. Ich mag den Originalen Duft schon nicht so. Ach so, magst du ihn auch nicht so, ja? Also von dem her, so habe ich gedacht, nein, eigentlich wäre es nicht schlecht, aber irgendwie, also ich mag Blueberry Rush lieber und diesen Blackberry Orange Marmalade, der ist richtig cool, aber sehr süß, fruchtig, bärig, süß. Aber ja, der reizt mich nicht so, der war im Starter-Set dabei und das war mir zu stark am Anfang. In Würfelreihen habe ich es nach einer halben Stunde ausgeschalten, aber ich hatte vorher fast noch gar keine Düfte. Wahrscheinlich wird er jetzt halt viel schneller verfliegen, als wir am Anfang, wo ich das so kennengelernt habe. Ja gut, also hier sind die ganzen Sachen. Oh, schau mal, die hat auch voll die schöne Verpackung. Kann ich gar nicht gesehen, an der Seite ist auch noch was drauf. Seht ihr mal. Genau, ich packe das dann alles wieder zusammen für die liebe Eva Maria. Die war mit mir damals, ist Sensi-Kundin, in Berlin mit dabei, Sensi Family Reunion, die hat da gesagt, oh, sie wird das so gerne mal miterleben und die war da echt mit mir dabei, ein Teammitglied mit mir war damals auch mit dabei, die Janette und dann eine Kundin, wo mit mir mit ist, die durfte nur einen Platz halt immer vergeben und es war echt schön und dieses Jahr ist jetzt in Orlando, aber ist ja drauf, da wollte Kathleen, glaube auch mal noch mit mir mit, da müssen wir dann mal noch quatschen, ob mal da zusammen hin können, wo es dann überhaupt ist, wie wir beide Zeit haben, gerade wenn man schulpflichtige Kinder hat, gell. Nicht, dass die Männer immer dort aufpassen müssen, gell? Ja, gut. Also ich, ja, verabschiede mich jetzt. Es ist Viertel nach 9. Kleine Viertelstunde geht unser Teamcall los. Freue ich mich schon. Heute macht der Stefan Training. Stefan Marxer. Und dann freue ich mich schon sehr. Und ja, dann werde ich schön hier weiter verpacken. Alle Pakete vorher abgeben. Ich habe schon Nudelsalat gemacht. Genau, weil mein Schatz ist wahrscheinlich heute im Fernverkehr. Der musste heute schon um 3:30 losfahren, weil das Auto hat ja keinen TÜV, kriegt das zweite Auto. Dann haben sie es auseinandergebaut, die Teile selber bestellt, weil Werkstatt wäre zu teuer gewesen. Die Reparatur hätte mehr gekostet, wie das alte Schrottauto damals mir neu zahlt haben. Oder was heißt neu, wo wir halt gebraucht geholt haben. Schon ganz altes Auto und jetzt halt machen die das zusammen und wollen nochmal zum TÜV fahren. Und eigentlich hätte am Donnerstag TÜV, jetzt haben sie es einbaut. Jetzt war der Querlenker zu kurz oder zu lang. Oder eins von beiden, jetzt mussten sie nochmal die Teile bestellen. Jetzt warten wir wieder, sind wir also bis Samstag die Teile bestellt. Jetzt können wir wahrscheinlich, wird es darauf hinauslaufen, dass wir nochmal TÜV machen müssen. Dann findet der nächste wahrscheinlich nochmal was, muss nochmal zahlen. Oh, die lieben Autos, das ist schon mal was. Und jetzt musste ich den zum Schaffen fahren. Und wahrscheinlich kommt der erst morgen. Der hat einen Schwertransport und hat dann manchmal auch Sperrzeiten. Und dann kommt er wahrscheinlich erst morgen hin. Man muss ihn morgen abholen. Und dann habe ich gedacht, ach, Luca isst und liebt gern Nudelsalat, dann mache ich nur einfach was Schnelles, Leichtes, hol den dann ab, gebe die Pakete dann noch vorher ab, hol Luca ab und dann fahren wir heim, weil der Bus fährt nur donnerstags zurück. Und Donnerstag hat er Hort, da muss ich ihn eh selber abholen, also eigentlich muss ich die ganze Woche von der Schule mal abholen, weil es halt doch 2, 3 Ortschaften sind. Das ist zu weit zum Laufen. Genau. Ja gut, dann macht's es gut, so schön, dass ihr da wart. Und ich drücke euch ganz lieb und drück euch. Und ich freue mich jetzt auf meinen Teamcall. Macht's es gut. Ja, ich hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.